im Regelwerk von Seven vs. Wild erlaubt, werde ich folgende Kleidungsstücke dabei haben. Ich werde euch auch die genaue Bezeichnung, das Gewicht und den Preis einblenden für diejenigen, die das interessiert. Also, angefangen bei ein paar Socken aus Merino, einer Shorts ebenfalls aus Merino und einem T-Shirt aus Merino-Wolle, dann eine wärmende Schicht, ein Polartec-Hoodie, eine Outdoor-Hose mit mehreren Taschen und so Reißverschlüssen an der Seite, ein paar Handschuhe und ein paar Outdoor-Schuhe. Meine Kopfbedeckung wird ebenfalls dabei sein. Und wie auch die Teilnehmer von Seven vs. Wild, werde ich dieses handelsübliche Notfallkit mitnehmen. In diese wasserdichte Packsacktasche kommt zu Beginn meiner kleinen Reise auch mein Smartphone mit rein und bleibt dann hoffentlich für 7 Tage da drin, es sei denn, es sollte irgendwas passieren und ich muss jemanden anrufen. Aber davon gehe ich nicht aus. Für die folgenden 7 frei wählbaren Gegenstände habe ich mich entschieden. Dinge wie Isomatte, Zelt, 1 Kilo Müsli oder auch ein zusätzliches Smartphone sind natürlich verboten bei der Auswahl. Meine erste Wahl fiel auf jeden Fall auf den Schlafsack. Ich denke einfach, dass warmer und guter Schlaf in diesen 7 Tagen essentiell und wichtig sein werden. Als zweites war mir ein Messer sehr wichtig. Da habe ich lange abgewägt zwischen verschiedenen Multitools, wie unter anderem meinem Victorinox Ranger, meinem Victorinox Outrider, einem Letterman, hatte ich tatsächlich auch kurz in der Wahl, bin dann umgeschwenkt auf mein Wolfgangs Ambulo, welches ich sehr mag, weil es auch sehr gut in der Hand liegt. Habe mich aber schlussendlich für das Brothers of Bushcraft Fieldcraft entschieden. Das ist einfach ein richtig robustes Arbeitstier, mit dem ich verschiedenes Material auf unterschiedlichste Dinge gut und brachial bearbeiten kann. Genau, das war meine zweite Wahl. Da kommen wir auch gleich zu meinem dritten Gegenstand, denn an dieser Hülle ist auch ein Feuerstahl mit dran und der Feuerstahl ist meine dritte Wahl als Gegenstand. Da ich denke, dass es wichtig sein wird, Feuer zu machen, um sich entweder Nahrung zuzubereiten oder Wasser abzukochen. Und mit einem Feuerstahl kann ich auch Feuer entfachen, wenn alles nass ist. So, dann habe ich mich für ein 3x3 Meter Tarp entschieden. Ich denke einfach, wenn man 7 Tage in der Natur ist und es regnet dauerhaft, wird es sehr schwer werden, sich ein Shelter zu bauen und mit Naturmaterialien abzudecken, was dann wirklich bei Dauerregen dicht ist. Und die Ausrüstung muss einfach trocken bleiben. Als fünften Gegenstand habe ich einen Titantopf mit Titandeckel gewählt. Das hat 2 Liter Fassungsvermögen. Titan deswegen, weil ich sehr geräuschempfindlich bin und es nicht ertrage, wenn ein Stahltopf auf einem Stahldeckel oder mit einem Stahldeckel kollidiert und ich kann diese Geräuschkulisse von Stahl auf Stahl einfach nicht ertragen. Deswegen habe ich mich für Titan entschieden. Das ist ohnehin mein Lieblingstopf. Normalerweise bin ich der Meinung, würden diese 5 Gegenstände eigentlich ausreichen. Aber es heißt ja Seven vs. Wild und ich muss niemandem beweisen, dass ich das auch mit 5 Gegenständen hinbekomme. Deswegen habe ich mir den Luxus gegönnt und mir 2 weitere Luxusgegenstände ausgewählt. Da wäre zuerst eine Säge. Da habe ich auch überlegt, ich habe hier 2 verschiedene Silky-Sägen. Eine kleine mit einer 13 cm Klinge und eine mit einer 24 cm Klinge. Und ich habe mich einfach für die kleine entschieden. Das macht es wenigstens etwas anspruchsvoller, wenn ich etwas sägen möchte. Und da ich unterwegs ja auch Energie sparen muss, falls ich nichts zu essen bekomme oder nur wenig essen werde, habe ich mich deswegen für ein weiteres Werkzeug neben dem Messer entschieden, dass mir die Bearbeitung von Material einfach leichter fällt. So, und als letzten Luxusgegenstand habe ich meine Hängematte gewählt. Die hat ein integriertes Moskitonetz. Das heißt, da bin ich das Problem
Viehzeug auch gleich los. Natürlich kann man sich da auch mit natürlichen Mitteln gegen Mücken behelfen, aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich das mit. Außerdem hat das natürlich auch eine Aufhängung und da ich kein Paracord oder irgendwas mitnehme für das Tarp, werde ich eventuell diese Aufhängung für das Tarp nutzen oder vielleicht auch, um Holz miteinander zu verbinden. Das weiß ich alles noch nicht genau. Aber somit kann ich mir Paracord sparen und wenn ich wirklich Schnur brauchen sollte, dann nehme ich eventuell die Aufhängung von der Hängematte. So, ich denke, das war genug Information über das Projekt an sich und meine Ausrüstung. Ich lasse mich übrigens von einer Freundin an einen Ausgangspunkt fahren. Von dort aus laufe ich 5 Kilometer bis zu meinem gewählten Platz in der Natur. Ja, und dann geht's los. Und bevor wir jetzt in Tag 1 starten, habe ich noch ein kleines anderes Anliegen. Am 26. August diesen Jahres erscheint mein Buch Deutschland zu Fuß bei National Geographic. Ich bin 165 Tage unterwegs gewesen und habe in dieser Zeit 3.342 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland zurückgelegt. Der Dokumentarfilm zu dieser Reise ist bereits erschienen und da ich heute in Gönjamin-Stimmung bin, verlose ich jetzt unter allen, die sich gerade dieses Video anschauen, 7 DVD- bzw. Online-Stream-Sets meiner Dokumentarfilme Deutschland zu Fuß und 700 Kilometer Harz. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist laut der rechtlichen Grundlage über 14 Jahre alt sein und einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. In diesem Kommentar sollten die Stichworte DVD oder Stream enthalten sein, einfach damit ich weiß, dass ihr überhaupt an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Am 22. August werde ich dann per Zufallsprinzip die Gewinner ermitteln und mit einer Antwort auf euren Kommentar benachrichtigen. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Wie immer werde ich auf jeden Fall auf jeden Kommentar antworten und freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder ein Abo meines YouTube-Kanals. Und nun starten wir in Tag 1 meiner kleinen Auszeit vom Alltag. Hier an diesem Platz oder hier drüben, das weiß ich noch nicht genau, werde ich jetzt auf jeden Fall mein Lager aufschlagen. Und wie ihr sehen könnt, ist das nicht gerade eben hier. Das geht sehr steil bergab zum Teich runter. Aber das ist egal, das werde ich mir schon irgendwie bauen, dass das passend und eben ist. So, rein in die Handschuhe. Säge habe ich, Messer habe ich. Und jetzt gehe ich hier hoch in den Nadelwald und werde mir dort das passende Totholz suchen. Auf geht's! Jetzt baue ich mir übrigens ein extra Werkzeug und zwar einen Holzhammer, womit ich dann die anderen Stöcke und Heringe und so richtig kräftig in den Boden rammen kann. Mein Bett bocke ich übrigens etwas hoch, nicht nur um diese Unebenheit hier auszugleichen, sondern auch, falls es kräftig regnen sollte, dann läuft das Wasser unter dem Bett in den Teich und nicht in mein Schlafgemach. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das wirklich relativ gerade kriege, weil das ja hier auf jeden Fall höher muss als da drüben durch dieses Gefälle. So, jetzt wird das Ganze noch aufgefüllt, damit es am Ende ein richtig schönes, weiches, gemütliches Bett ist. Schaut mal, ich habe Besuch, was da am Baum sitzt. Eine kleine Kröte. Niedlich.
So, ich pflücke jetzt hier noch entspannt ein paar hohe Gräser, damit das Ganze noch richtig fluffig wird. Dabei versuche ich nur die trockenen zu nehmen, damit das Bett auch trocken bleibt danach, wenn dann da Druck drauf kommt. Und jetzt kommt mein Tarp und die Hängematte zum Einsatz. Und die Hängematte, die werde ich nicht aufhängen, aber ich werde mir die Aufhängung der Hängematte zunutze machen für das Tarp. Und sozusagen das Tarp mit der Aufhängung der Hängematte aufhängen. Somit musste ich keinen extra Paracord mitnehmen und die Hängematte habe ich ohnehin nur mit wegen dem Mückenschutz, der dabei ist. Das heißt, die Hängematte werde ich nachher hinlegen und nicht hängen und dennoch den Mückenschutz aufbauen. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Perfekt, los geht's. Baue ich mal das Tarp auf. Jetzt schnitze ich mir noch vier Heringe für die Abspannung des Tarps. Mit meinem Bett für die Nacht bin ich soweit fertig. Diesen Baumstamm, den ich als Hocker nutze, den habe ich soeben hier hinten im Wald gefunden. Perfekt. So. Jetzt kommt noch mein Schlafsack hier rein. Geil. Jetzt freue ich mich schon auf die erste Nacht. Ich bereite gerade mein Lagerfeuer vor, weil ich die kommenden Tage mein Wasser hier auf jeden Fall abkochen möchte. Ich habe das heute einfach so getrunken. Mir geht es gut, scheint gutes Wasser zu sein, aber das sollte man natürlich eigentlich nicht tun. Ich weiß nur, dass mein Magen sehr resistent ist. Deswegen mache ich das auch. Aber wie gesagt, ab morgen möchte ich das abkochen. Deswegen grabe ich gerade dieses Loch für eine Art Grubenfeuer. Genau, dass ich einfach meinen Topf dann da draufstellen kann und das Wasser kochen kann. Ich werde hier keine großen Lagerfeuer veranstalten, auf jeden Fall nicht. Mir geht es wirklich nur ums Wasser abkochen, mehr nicht. Wenn mir kalt wird, gehe ich in meinen Schlafsack. In diesem Sinne, weiter geht's. So, ich habe nicht den geringsten Plan, wie spät es ist. Aber es ist auf jeden Fall gegen Abend, weil die Sonne gerade hinter mir untergegangen ist. Und ich laufe jetzt nochmal zu diesem kleinen See, der hier in der Nähe ist. Dort schaue ich mal, ob ich da reinspringe und ein Bad nehme oder mich irgendwie ein bisschen wasche. Genau, weil ich bin doch schon sehr verschwitzt und vor allem habe ich das Gefühl, dass meine ganzen Klamotten und alles voll verstaubt sind von dem vielen Segen und Räumen heute. In diesem Sinne. So, ich mache jetzt noch ein kleines Feuer und werde mein Wasser abkochen. Und dann werde ich wahrscheinlich schon ins Bett gehen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne.
Ich habe meine erste Nacht hier in meinem Lager hinter mir und die war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe 1A geschlafen. Heute ist der zweite Tag. Bin sehr gespannt, was passiert. Ja, es ist übrigens ganz eigenartig, ohne Handy klarzukommen. Also jetzt gar nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwo rumchatten möchte oder in den sozialen Netzwerken sein möchte, aber alleine wegen der Uhrzeit. Ich habe natürlich keine Uhr oder irgendwas dabei. Die Challenge ist ja auch, das Handy wegzulassen. Und deswegen habe ich das Handy mit in meinem Notfallkit drin, also bei meinem Erste-Hilfe-Set, und werde das Handy erst wieder anfassen und anmachen, wenn die 7 Tage vorbei sind, wenn ich das schaffe. Ich bin gestern Abend irgendwann im Dunkeln ins Bett und jetzt scheint da hinten die Sonne durch die Bäume durch. Der Tag beginnt und ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Naja, sehr spannend. Genau da drüben wohne ich derzeit. So Freunde, ich war gerade etwas spazieren und habe mich hier in der Gegend umgeschaut. Und wie ihr seht, werden das immer mehr von diesen Holzbrettchen, von diesen Holzpaletten. Die liegen ja wirklich überall im Wald rum von den Waldarbeitern. Ich finde die total schön. Ich würde die am liebsten danach mit nach Hause nehmen. Naja, ist auch egal, wen interessiert's. Da es sonst aber nicht viel zu erzählen gibt, außer dass ich spazieren war, dass ich Hunger habe und dass mein Wasser alle ist, nehme ich euch jetzt mit auf meine neue Wasserholaktion. Ich werde jetzt wieder runter zum Bach gehen, dort Wasser holen und werde euch zeigen, wie ich das mit meinem Wasser eigentlich alles so kläre. Der ein oder andere wundert sich vielleicht gerade, wo ich mein Wasser hier eigentlich hole. Aber das ist tatsächlich der einzige und beste Platz von diesem Bach, wo ich das Wasser schöpfen kann. Jetzt schöpfe ich das Wasser allerdings nicht mit meinem Topf direkt, sondern mit der Packsackhülle meines Tarps. Diese Packsackhülle ist eigentlich wasserdicht, natürlich nicht an den Nähten. Und mit diesem Wassersack filtere ich das Wasser sozusagen vor, bevor ich es abkoche. Ich habe das gestern den ganzen Tag nur so gefiltert und dann getrunken. Wie gesagt, das sollte man eigentlich nicht machen. Seit gestern Abend koche ich mein Wasser ab. So, jetzt habe ich hier das Wasser und jetzt kann ich das Wasser hier so rauspressen. Ich übertreibe das mal kurz ein bisschen. Und damit ist es auf jeden Fall schon mal dezent vorgefiltert. Zum Wohl. Ach nee, ich wollte es ja diesmal erst abkochen. Natürlich kann man solches Bachwasser auch auf andere Art und Weise filtern, und zwar indem man sich einen richtigen Wasserfilter baut. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt einfach mal, weil ich habe ja ohnehin nichts zu tun. So, was ihr benötigt für den selbstgebauten Wasserfilter ist etwas Kohle. Das ist die Kohle aus meinem Lagerfeuer von gestern Abend und heute Morgen. Da ist leider nicht viel übrig geblieben, weil ich ja wirklich nur mein Wasser erhitzt habe und nicht viel Holz da reingeworfen habe. Dann Moos, ein super Filtermaterial, und Gras. Eigentlich wäre es jetzt noch gut, wenn man Steine und Sand hätte, aber das finde ich hier in der Gegend gerade nicht. Und diese 3 Sachen sind auf jeden Fall besser als gar nichts. So, jetzt wäre es schön, wenn wir eine 1,5 Liter PET-Flasche dabei hätten, denn damit lässt sich am besten dieser eigene Filter bauen. Aber wir haben ja nur 7 Dinge dabei und da war keine PET-Flasche dabei. Also nehme ich jetzt zum Filtern wiederum meine Tarphülle und meine Schlafsackhülle. Die Schlafsackhülle ist nicht wasserdicht und die Tarphülle ist wasserdicht, bis auf die Nähte. So, jetzt fülle ich zuerst etwas Gras hier in die Hülle von meinem Schlafsack als untere Schicht. Wie gesagt, mit einer Flasche wäre das alles viel besser. So, ich stopfe das richtig da rein. Dann mörse ich mit meinem selbstgebauten Hammer die Holzkohle von gestern etwas klein, dass die feiner wird.
So, die kann richtig fein sein. Ein paar größere Stücken können auch noch dabei sein. Also, erste Schicht Gras, dann eine Schicht Aktivkohle. Jetzt eine Schicht Moos. Moos ist, wie gesagt, ein super Filtermaterial. Jetzt wäre eigentlich eine Schicht Sand oder Steine oder Sand und Steine sogar gut. Aber ich finde hier weder wirklich Sand noch Steine. So, und jetzt kommt noch mal eine letzte Schicht Gras da drauf. So. Das ist wirklich sehr provisorisch, ich weiß. Jetzt haben wir praktisch die Schichten hier. Eine Schicht Gras, eine Schicht Aktivkohle, eine Schicht Moos und eine Schicht nochmal Gras. Jetzt packen wir diesen Stoff mit den vier Schichten in den wasserdichten Packsack vom Tarp und dann gießen wir hier unser Bachwasser drauf. Ich habe ja mal ein bisschen was abgefüllt, weil ich jetzt nicht das ganze Wasser gleich wieder verplempern wollte. So, jetzt kippen wir hier das Wasser einfach rein. Das Wasser läuft jetzt sozusagen durch diese ganzen Schichten durch und tropft hier gefiltert raus. Das Schöne an Aktivkohle ist übrigens auch, dass die sogar den Geschmack filtert. Das heißt, gerade dieses Bachwasser hier, das schmeckt so ein bisschen brackig. Und wenn ich das jetzt wirklich immer ordentlich filtern würde, dann würde sozusagen auch der brackige Geschmack weggehen. Ich kann das ja eigentlich hier drüber halten. Ich trottel. Natürlich sollte jedem bewusst sein, dass das kein wirklicher professioneller Filter ist. Man sollte das Wasser auf jeden Fall immer noch abkochen. Und das Wasser sollte man übrigens immer 5 Minuten mindestens kochen, also 3 bis 5 Minuten. Und je nach Höhenlage muss das Wasser länger kochen. Man sagt, so pro 300 Höhenmeter muss das Wasser 1 Minute länger kochen, dass auch wirklich alle Keime, Bakterien, Viren getötet werden. Ja, in diesem Sinne lasse ich es mir jetzt mal schmecken, wa? Zum Wohl! Ah, herrlich. Eine ebenfalls sehr effektive und einfache Art, unterwegs Wasser zu filtern, ist diese hier. Und zwar nehmt ihr eine Erhöhung, stellt dort den Topf mit dem dreckigen Wasser drauf und stellt darunter das Gefäß, wo ihr das saubere Wasser auffangen wollt. Dann sucht ihr euch einen Faden oder ein Stück Stoff oder irgendwas und legt das in dieses Wasser rein. Dieser Stoff wird sich vollsaugen und wird das Wasser einfach in dieses andere Gefäß tropfen lassen. Und da kommt der ganze Dreck und so natürlich nicht mit. Ich habe jetzt ein Stück von meiner Schnur von der Hängemattenaufhängung abgeschnitten. Ihr könnt dazu, wenn ihr unterwegs nichts habt, auch einfach euren Schnürsenkel nehmen oder ein Stück aus eurem T-Shirt rausschneiden, irgendwas. Auf jeden Fall funktioniert das super. Man braucht nur etwas Geduld. Gestern und auch heute bis jetzt war ja richtig schönes Wetter und Sonnenschein. Allerdings beschleicht mich das Gefühl, dass es heute noch regnen wird oder sogar gewittern, weil es sehr warm und schwül ist und sich der Himmel komplett zugezogen hat. Deswegen werde ich jetzt noch mal in den Wald hier gehen und mir Brennholz suchen. Das sollte eigentlich als Feuerholz für die nächsten 5,5 Tage reichen, da ich wirklich nur Feuer entfachen werde, um mein Wasser abzukochen. Genau. Apropos Wasser, wie sieht es denn eigentlich mit der Aufnahme von fester Nahrung an den 7 Tagen aus? Als ich gestern zu diesem Platz gelaufen bin und auch heute, als ich mich hier umgeschaut habe in der Umgebung, habe ich schon gesehen, dass der Tisch eigentlich sehr reich gedeckt ist. Hier um mich rum wachsen Himbeeren, Heidelbeeren, Glockenblumen, Disteln, Beifuß, Breitwegerich, Wiesenbeerenklau, Birke, Klee, wilde Möhre, Brennnessel. Also wirklich, ich habe hier schon sehr viele essbare Pflanzen gesehen. Und abgesehen von diesen essbaren Pflanzen könnte ich natürlich auch
in dem Totholz, was hier im Wald liegt, nach Insekten, Maden, Würmern oder irgendwas schauen und mir das dann genüsslich anbraten. Jagen kann und darf ich hier nicht. Und hier ist zwar ein Teich und weiter unten ein kleiner Bergsee, aber angeln kann ich und darf ich hier auch nicht in den Gewässern. So, wenn ich jetzt nur dieses Grünfutter esse, komme ich definitiv nicht auf meine normale Kalorienration, die ich sonst zu mir nehme, und hätte ohnehin den ganzen Tag Hunger, selbst wenn ich mir dieses Grünfutter reinziehe. Die paar Maden und Würmer, die ich hier irgendwo finde, die würden das wahrscheinlich auch alles nicht besser machen. Deswegen habe ich mich diese 7 Tage entschieden, einfach Wasserfasten zu betreiben und wirklich gar nichts zu essen. Dieses Wasserfasten habe ich wirklich noch nie gemacht. Das ist das allererste Mal. Ich wollte das eigentlich schon immer mal ausprobieren und ich weiß auch nicht, ob es jetzt die beste Idee ist, das bei diesem Seven vs. Wild Versuch gleich mit einzubinden. Aber das werde ich sehen. Und ich bin auf jeden Fall guter Dinge und halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, aufs Wasserfasten. Zum Wohl. Ah, geil. So, ich muss gestehen, ich habe soeben tatsächlich etwas Langeweile und hätte Lust auf einen Location-Wechsel, aber so funktioniert das Spiel Seven vs. Wild nicht. Ich muss die 7 Tage an diesem Ort durchhalten. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich ziehe jetzt nochmal los und werde noch etwas Gras für meine Bettunterlage suchen. Dann mache ich einfach meine Matratze etwas dicker, dann wird es diese Nacht noch gemütlicher als letzte Nacht. Ja, so werde ich mir jetzt die Zeit vertreiben. Alles klar, peace and out. Ich war gerade noch mal am See unten, habe frisches Wasser geholt und war auch baden. Das tat so gut. In so einem Bergsee baden zu gehen, ist einfach der Hammer. Ja, genau, jetzt mache ich mir noch ein Feuer, werde das Wasser abkochen und dann geht es wahrscheinlich auch schon ins Bett. Heute ist der 3. Tag meines Selbstversuches Seven vs. Wild und mir geht es nach wie vor erstaunlich gut. Gestern Abend, als ich ins Bett ging, habe ich zwar wirklich die ganze Zeit nur ans Essen gedacht, aber das ließ dann nach und ich bin zufrieden eingeschlafen und habe zum Glück nicht vom Essen geträumt. Ja, geschlafen an sich habe ich sehr gut. Ich glaube, ich habe auch sehr lange geschlafen, soweit ich das beurteilen kann, da ich mich ja nicht an einer Uhrzeit orientiere oder so. Ja, aber ich bin gestern relativ zeitnah nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett und heute steht die Sonne schon bedeutend weiter oben als gestern Morgen, als ich aufgestanden bin. Ich musste übrigens die Nacht auch mal kurz aufstehen, da es in der Ferne gewittert und auch bei mir hier vor Ort leicht geregnet hat. Da habe ich kurz dieses Feuerloch abgedeckt, da ich vermeiden wollte, dass es die Asche mit dem Boden verspült, denn die Asche werde ich noch für andere Dinge brauchen. Dazu komme ich vielleicht später nochmal. Ja, jetzt werde ich runter an den See gehen, mich etwas frisch machen und mein Wasser auffüllen mit meinem Wasserfilter. In der Zwischenzeit werde ich hier meine Kameraakkus wieder laden. Hier ist sozusagen mein Technikpaket mit Powerbank, Stirnlampe, verschiedene Akkus, ND-Filter, ja, was man halt so braucht. Die Protagonisten bei Seven vs. Wild in Schweden, die haben dann 2 GoPros, verschiedene Speicherkarten, Powerbanks und Akkus dabei. Ich habe leider keine GoPros und nutze hier einmal eine Sony Alpha 7 S2 und diesen DJI Osmo Pocket mit ND-Filtern und
einem kleinen ausfahrbaren Stativ. Ja, das ist sozusagen mein Technikpaket, wen das interessiert. Genau, den Osmo Pocket, den werde ich jetzt auch mit runter zum See nehmen und die große Kamera lasse ich hier und werde, wie gesagt, die Akkus laden. Falls sich übrigens jemand wundern sollte, warum ich nicht direkt hier an diesem schönen See, sondern da oben an dem kleinen dunklen Teich schlafe, das hat den einfachen Hintergrund, dass ich mir da oben sicher sein kann, dass kein Wanderer oder irgendwelche Leute vorbeikommen, die mich stören. Da muss man sich schon etwas durchs Unterholz kämpfen und hier bei dem See könnte es natürlich passieren, dass irgendein Wanderer kommt oder was weiß ich wer und komische Fragen stellt, was ich da mache, warum ich mir da so ein Lager aufgebaut habe. Genau, deswegen bin ich nicht direkt an dem See. Und da oben bin ich auch etwas windgeschützter als hier auf der freien Fläche. Eigentlich wäre das zwar schön, wenn ich jetzt nur ein, zwei Tage bleiben würde, dann würde ich auf jeden Fall auch direkt diesen Platz hier wählen. Ich habe heute Morgen, heute Vormittag, wirklich bis die Sonne weit über den Zenit stand, nur unten am See gechillt und das Leben genossen, weswegen es bisher nicht viel zu erzählen gibt von diesem Tag. Ja, als ich dann zurückkam, habe ich erstmal mein Feuerholz für die kommenden Tage vorbereitet. Ich nehme an, das sollte reichen. Es sind jetzt noch 4,5 Tage und da ich ja wirklich nur Feuer mache, um das Wasser abzukochen, wird das sicher reichen. So, und jetzt wollte ich mich mal ein wenig um meine Zahnhygiene kümmern. Denn seit ich hier angekommen bin, vor 2,5, 3 Tagen, habe ich mir noch nicht einmal die Zähne geputzt. Das ist ganz schön ekelhaft. Natürlich habe ich keine Zahnpasta und keine Zahnbürste dabei, weil das wäre ja ein weiterer Gegenstand und ich konnte ja nur 7 mitnehmen. Aber ich habe natürlich eine andere Idee, wie ich mir selber eine Zahnbürste, eine sehr provisorische Zahnbürste basteln werde und woraus ich mir Zahnpasta machen werde. Wie ich das mache, werde ich euch dann gleich erklären. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie was, was ich mir als Zahnbürstenersatz zurecht basteln kann. Da muss ich mal kurz auf die Suche gehen. Alles klar, bis gleich. Ich werde mir von dieser Birke jetzt hier diesen unteren Ast abmachen. Der ist eh schon abgestorben, das wird die Birke überleben. Ui. So. Jetzt kürze ich den noch ein bisschen. Mache die Rinde ab. So, jetzt ist keine Rinde mehr hier oben dran. Und jetzt zerkaue ich das obere Stück dieses Stöckchens so lange, bis es ganz fasrig ist. So, jetzt ist das hier richtig schön fasrig, wie ihr sehen könnt. Ähnlich einer Zahnbürste. Das geht natürlich mit anderen Bäumen besser, aber das ist besser als gar nichts auf jeden Fall. Jetzt zermahle ich diese Holzkohle hier. So, jetzt ist die richtig schön staubig gemahlen und ich nehme mir den Deckel von meinem Topf und mache das hier rein. So.
Jetzt gebe ich zu dieser Holzkohle ein klein wenig Wasser dazu und werde das mit meiner provisorischen Zahnbürste zu einer Pampe verrühren. Es gibt sogar Aktivkohle-Zahnpasta, die ist ganz schwarz. Einige raten auch davon ab, weil man das nicht zu oft machen soll, weil dadurch die Zähne kaputt gehen, weil das die Zähne richtig bleicht. Also das reibt die Zähne kaputt, wenn man das zu oft macht. Aber in so einer Situation wie hier, bei so einem ambitionierten Campingausflug mit nur 7 Sachen, kann man das schon mal machen. Und deswegen werde ich mir jetzt mit dieser Brühe, die jetzt richtig schön sämig ist, die Zähne putzen. Und mit meiner Zahnbürste. Voll sexy, passt mal auf. Das Ganze sollte jetzt natürlich wieder ordentlich ausgespült werden. Ich mache jetzt mal den Topf sauber. Das war auch nicht so clever, das genau hier an der Stelle zu machen. So. Übrigens hat es leicht angefangen zu regnen, obwohl die Sonne scheint. Vielleicht sehe ich heute noch einen Regenbogen. So, das war's zum Thema Zähneputzen. Natürlich kann man diese Aktivkohlepaste auch noch mit Kräutern wie zum Beispiel Minze verfeinern, dann schmeckt das noch etwas frischer. Oder zum Beispiel auch mit Birkenlauge. Die kann man sich ganz einfach selber herstellen. Man nimmt ein Gefäß, was man verschließen kann, oder einen wasserdichten Beutel, macht dort kleingerupfte Birkenblätter rein, macht ein wenig Wasser dazu und schüttelt das alles ganz doll durch. Dann merkt man schon, da entsteht automatisch Schaum. Und aus den ätherischen Ölen und den ganzen Zusätzen dieser Birkenblätter entsteht sozusagen diese Birkenseife. Damit könnte man sich dann eigentlich am ganzen Körper ganz normal waschen. Oder man gibt es halt als Zutat in die Aktivkohlepaste. Dann schäumt diese Zahnpasta sogar noch ein wenig. Ja, jeder wie er mag. So viel dazu. Ich komme gerade vom See. Ich war noch mal schön baden. Und jetzt mache ich mir noch mein Wasser heiß und dann geht's ins Bett. Ja, auch heute, der dritte Tag, war wieder ein super Tag. Und ich muss sagen, auch ohne Essen, soweit alles wirklich ganz entspannt bis jetzt. Ja, auch von dem Thema Ernährung mal ganz abgesehen, ist soweit eigentlich auch alles in Ordnung. Ich hatte heute manchmal so Momente, wo ich irgendwie ein wenig traurig war. Ich weiß nicht warum, vielleicht hängt das auch mit dem fehlenden Essen zusammen. Das habe ich auch schon von manchen gehört beim Fasten, dass die irgendwie so emotional werden. Und in den Momenten hätte ich manchmal gern mein Handy zur Hand genommen, um mal eine Nachricht zu lesen. Wahrscheinlich habe ich Haufen Nachrichten, wenn ich mein Handy wieder anmache. Oder ich hätte gern mal auf die Uhr geguckt. Das klingt sehr eigenartig, weil das so lapidare Dinge sind. Aber tatsächlich alles ringsherum hier, dieser ganze Outdoor-Kram mit diesen 7 Gegenständen, das juckt mich alles relativ wenig bis jetzt. Aber einfach mal wirklich zu wissen, wie spät das ist. Ich kenne dieses Gefühl nicht zu wissen, wie spät es ist. Also wer kennt das schon? Irgendwie guckt man immer mal auf die Uhr und so. Das fällt mir gerade auf und das sind vor allem Dinge, mit denen ich nie gerechnet hätte. Daran habe ich keinen Gedanken vor dieser Aktion verschwendet. Ich dachte wirklich, am schlimmsten wird es mit dem Essen. Aber warten wir mal ab. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück die 3 Tage bis jetzt gehabt. Vielleicht wird es morgen umso schlimmer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich freue mich tatsächlich sehr über mein erstes Mal Fasten. So.
Junge, Junge, das Feuer ist heute ganz schön heftig. Ich glaube, mein Topf brennt gleich ab. Oh, das kocht auch schon. Moin, moin, Freunde. Ja, mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich hatte eine super Nacht, habe wieder super geschlafen. Ich glaube auch wieder sehr lange. So, jetzt folgt wieder meine tägliche Routine und ich werde runter an den See gehen und mein Leben chillen. In diesem Sinne, bis später. Mittlerweile merke ich dann doch die Auswirkungen der fehlenden Nahrungsaufnahme, denn meine Beine werden langsam sehr schwer. Ich merke das beim Laufen, dass es mir gerade bergauf sehr schwer fällt, aber ansonsten alles bestens. So, ich habe jetzt hier ausreichend am See gechillt und werde jetzt zurück zu meinem Lager pilgern. Peace and out, bis dahin. Ich werde gleich nochmal losgehen und mir Zundermaterial, also Birkenrinde, besorgen, da ich die gestern fast alle gemacht habe. Und habe mir überlegt, ich werde mir noch eine kleine Feuerschutzwand bauen, also einen Windschutz. Weil abends der Wind immer hier vorne so reinkommt und dann bläst es mir immer den ganzen Rauch des Feuers ins Gesicht. Soeben hat es richtig ordentlich geregnet, aber toi toi toi, zum Glück ist alles dicht und trocken geblieben. Ja, und da wir vorher beim Thema Birkenrinde als Zunder und dem Thema Feuer waren, dachte ich mir jetzt, um noch etwas die Zeit zu überbrücken, baue ich einfach mal zwei Schwedenfeuer. Ein relativ einfaches und ein etwas aufwendigeres. Ich hoffe, das interessiert euch, aber ich habe einfach sonst nichts zu tun. Bei Schwedenfeuer Nummer 1 zerhacke ich einfach diesen Stamm in 4 Teile. Jetzt spitze ich alle 4 Teile unten etwas an. So, und jetzt kann der Topf mit dem frisch gezapften Wasser hier drauf. Perfekt! Schwedenfeuer Nummer 2 muss erstmal ein Stück angesägt werden. Jetzt wird der Teil, den wir angesägt haben, abgehackt. Das ist nur zur Markierung für mich. Das ist jetzt praktisch wie ein Stuhl
Und hier ist das andere Teil, was genau hier reinpasst. So, die Sonne kommt gerade noch mal richtig krass raus hier hinten. Dieses Teil wird jetzt noch mal gespalten. So. Und jetzt werden hier noch die Ecken weggespalten. So sieht das Ganze jetzt von oben aus, wenn die drei Teile wieder zusammengesteckt sind. Und bei den zwei kleineren Teilen sägen wir hier jetzt noch zwei Ecken raus für die Luftzufuhr und den Zunder. Jetzt sollte man diese drei Teile noch zusammenbinden. Am besten eigentlich mit Draht, weil der dann später natürlich nicht mit abbrennt. Aber ich habe natürlich kein Draht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal ganz provisorisch mit etwas Schilf. Erst etwas weich machen, da ist es beweglicher. Mein kleines Kaminfeuer habe ich jetzt wieder ausgemacht, da ich jetzt noch mal runter an den See gehen und baden werde. Denn es wird schon langsam dunkel, keine Ahnung wie spät es ist, aber wahrscheinlich später als ich bis jetzt dachte. Alles klar, bis denne. Also ich kann sagen, bis jetzt waren Tag 1 und Tag 4 wahrscheinlich die schönsten Tage, da heute irgendwie alles sehr abwechslungsreich war. Ich war spazieren, ich war baden, ich habe hier viel rumgewerkelt. Das Wetter war auch abwechslungsreich heute, es hat geregnet, es war Sonnenschein, es war irgendwie alles dabei. Ja, was das Fasten betrifft, da geht es mir auch soweit gut, denn heute habe ich sehr wenig nur ans Essen gedacht und wenn, konnte ich es irgendwie schnell wieder ignorieren. Allerdings merke ich jetzt so gegen Abend dann doch schon, glaube, ein paar Nebenerscheinungen. Ich habe so leichte Kopfschmerzen und mir ist auch sehr kalt und ich hatte vorher schon gelesen und auch in Videos gesehen, dass es bei anderen Menschen, die Wasserfasten betrieben haben, auch dazu kam, dass sie sehr schnell gefroren haben. So. Aber vielleicht ist es auch einfach nur kalt, ich weiß es halt nicht. Ich habe ja keine Wetter-App oder irgendwas, dass ich wüsste, wie viel Grad hier sind. Ja, aber jetzt hier schön gemütlich am Feuer, das passt schon alles. Ja, ich glaube, mein Wasser kocht. Zumindest klingt es so. Oh ja, das kocht wohl schon eine Weile. Oh, 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 oh. Jetzt hätte ich beinahe alles verkippt. Oh, herrlich. Zumachen, dass kein Dreck reinfliegt. Schönen guten Morgen, Freunde. Ich hatte eine sehr unruhige Nacht, da ich im stetigen Wechsel zwischen Wach- und Schlafphase war. Keine Ahnung warum, ich habe irgendwie sehr schlecht geschlafen, fühle mich aber dennoch eigentlich ganz fit, bis auf so ein Gefühl von Muskelkater am ganzen Körper. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ob das mit dem Nahrungsmangel zusammenhängt, denn wirklich Muskelkater kann es ja kaum sein, von was auch. Naja, mal schauen, wie das weitergeht. Sonst fühle ich mich gut und bin gespannt auf den Tag. Und jetzt werde ich erstmal gepflegt Zähne putzen. Hm.
Ich habe schon so eine richtige Seven vs. Wild Routine drin. Denn ich war gerade wieder am See, habe dort mein Leben gechillt, habe anschließend Wasser geholt und auf dem Rückweg vom See habe ich mir Spielzeug mitgenommen. Oder besser gesagt Werkzeug. Denn ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich nur 5 statt 7 Gegenstände dabei haben dürfte und kein Messer und keine Säge hätte. Als einzige Alternative kamen mir da Steine in den Sinn, mit denen man ja auch noch arbeiten kann. Und jetzt möchte ich mal versuchen, mit Steinen einen Baumstamm zu teilen, Holz zu spalten und eventuell sogar Feathersticks zu schnitzen. Ich habe das noch nie mit Steinen gemacht und bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe, ihr auch, denn viel mehr wird heute nicht passieren. So, der ist jetzt ungefähr zur Hälfte durch, würde ich schätzen. Und ich versuche den jetzt zwischen 2 Baumstämmen irgendwo hier zu brechen. Ich bin gespannt. Die Frage ist übrigens nicht unbedingt, ob er jetzt durchbricht, sondern ob er an der Stelle durchbricht, wo ich möchte, dass er durchbricht. Junge, Junge. Wow, tatsächlich. Perfekt. Hätte ich diese Stelle jetzt einmal fein säuberlich ringsrum um den Baumstamm angehackt, dann wäre der sicherlich auch wirklich nur genau da in der Mitte gebrochen, wo er brechen sollte. Aber ich bin trotzdem absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Mir ging es ja nur darum, ob ich diesen Baumstamm so durchbekomme oder nicht. Und es hat funktioniert. Viel schwieriger stelle ich mir das Problem des Holzspaltens vor. Das ist ein halbes Holz, was ich die letzten Tage schon mal gesägt und gespalten habe, aber ich möchte dem Stein ja auch eine Chance geben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der Stein einfach zu weich ist und zerbröselt, weil ich habe keine Ahnung, was ist. Ich kenne mich da nicht aus. Ich nehme an, das ist Schiefer oder... Ach nee, ich habe keinen Plan. Und meine Keule sieht auch schon ganz schön krass mitgenommen aus. Naja, so. Ich hau jetzt mal hier drauf, mal gucken, was passiert. Okay, gar nichts, obwohl die Kante, naja, mit der Spitze hier. Ach, da passiert. Ist das lustig? Da passiert wirklich gar nichts. Ja. Ich habe mich gerade in der Umgebung nochmal umgeschaut, ob es noch andere Steine gibt. Aber es gibt wirklich nur dieses brüchige Gestein. Und damit würde ich sagen, Projekt Holzspalten gescheitert. Naja, was soll's. Und ich finde, ich habe heute genug gearbeitet, deswegen werde ich jetzt wieder an den See gehen und wieder chillen bis heute Abend. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss! Seit etwa 5 Tagen verzichte ich komplett auf Nahrung und laufe jeden Tag auf meinem Weg zum See hier an diesen Himbeersträuchern vorbei. Und ganz ehrlich, ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte jetzt von diesen Himbeeren kosten. Ich werde sozusagen heute mein Fasten brechen. Wahrscheinlich auch anderes Grünfutter dann essen, wie Klee, Brennnesseln, was weiß ich nicht was. Und hoffe einfach, dass ich die nächsten 2,5 Tage trotzdem noch gut überstehe. Ich glaube, noch nie in meinem Leben waren Himbeeren so lecker. Geil. Das Geilste am Fasten ist Fasten brechen. Wahnsinn. Wahnsinn.
Also der fünfte Tag, der war wirklich auch wunderschön heute. Auch dieses leichte Muskelkatergefühl von heute Morgen, das ging dann im Laufe des Vormittags einfach weg. Ich hatte tagsüber immer mal so leichte Schwindelgefühle, aber ich glaube, das ist ganz normal durch die fehlende Nahrungsaufnahme und das fehlende Salz im Körper und so. Aber sonst ging es mir gut. Ich dachte auch, dass ich vielleicht irgendwie sehr oft müde werde heute oder mich ermattet fühle durch den fehlenden Schlaf der letzten Nacht. Ich habe ja wirklich kaum geschlafen, war ganz oft munter, aber das war alles nicht der Fall. Ich habe mich total fit gefühlt, war agil, ich hätte heute Bäume ausreißen können. Wirklich, fühle mich jetzt noch total super und bin auch gar nicht müde. Ja, das Highlight des Tages waren natürlich ohne Frage die Himbeeren, von denen ich dann gefühlt ein Kilo gefuttert habe. Damit ist es natürlich auch ein Tag des Scheiterns, denn erstens habe ich es nicht geschafft, mit einem Stein ein Stück Holz zu spalten, und zweitens habe ich mein Fasten 2 Tage eher gebrochen, als ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich das die 7 Tage durchziehen, habe es jetzt nur 5 Tage geschafft, aber ganz ehrlich, das ist mir egal und ich freue mich jetzt schon aufs Bett und werde von Himbeeren träumen. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Peace and out. Gute Nacht. Es ist mitten in der Nacht und es hat mal wieder so richtig schön angefangen zu regnen. Ich wollte an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich das Geräusch des Regens sehr mag. So, weiter schlafen. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich gerade erst aufgewacht. Dabei war ich soeben schon draußen und habe die Kamera dann aufgestellt. Aber ich möchte euch heute mal noch etwas durch meine 7 vs. Wild Alltagsroutine mitnehmen. Und da dachte ich, es gehört dazu, dass ihr mal seht, wie das so ist, wenn ich hier drin liege. Ja, ansonsten gibt es nichts viel zu sagen. Das ist mein toller Schlafsack. Als Kopfkissen nutze ich mein Pullover und meine Regenjacke und meine Hose. Das pappe ich alles abends zusammen. Den Gürtel mache ich aus der Hose raus nachts, damit es nicht so hart ist und so Beulen gibt. Da hinten hängen immer meine Socken zum Lüften. Hier vorne mein T-Shirt. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal im See mit gewaschen, dass das nicht ganz so stinkt. Ja, ansonsten gibt es zur Schlafsituation nicht viel zu sagen. Übrigens ist es heute sehr kalt. Bin mal gespannt, wie der Tag noch so wird. Jetzt wird erstmal ein wenig entspannt und was getrunken. Abgekochtes Wasser habe ich noch vom Vorabend hier, so 500 Milliliter bis 1 Liter. Hier drin ist so eine Skala. Das reicht für jetzt auf jeden Fall erstmal. Und dann geht es wieder runter zum See. Dort werde ich dann etwas spazieren gehen, nach Himbeeren Ausschau halten, denn ich esse ja jetzt wieder. Genau. Und was ich übrigens nicht vermisse, ist Kaffee oder irgend sowas am Morgen. Denn ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Ich mag Kaffee auch überhaupt nicht. Wenn, dann trinke ich ab und an mal einen Tee. Aber daheim trinke ich eigentlich jeden Morgen eine ausgepresste Zitrone in lauwarmem Wasser. Das ist so mein Ding. Aber darauf kann ich auch mal eine Woche verzichten. Was soll's. Ich habe mir unterwegs meinen persönlichen 7 vs. Wild Sommersalat zusammengemixt. Aus Klee, Himbeeren, Breitwegerich, wilde Möhre, Distel, Hohlzahn, Beifuß, Heidelbeeren, Glockenblumen. Naja, alles, von dem ich weiß, dass man es essen kann.
Denn da sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn man sich unsicher ist, dann sollte man das lieber lassen. Das kann böse enden. Aber bei diesen Sachen hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass man sie essen kann. Und deswegen werde ich sie mir jetzt schmecken lassen. In diesem Sinne, guten Hunger, Enno. Solche Momente wären eigentlich auch Momente, in denen man sein Shelter zum Beispiel erweitern könnte. Aber ich hatte mir von Anfang an ja vorgenommen, nichts zu essen, und da wollte ich ohnehin eher Energie sparen, als hier zu viel Energie reinzustecken, dieses Ding zu bauen. Und ganz ehrlich, ich brauche ja auch keinen Palast, obwohl man in 7 Tagen natürlich Zeit hätte, sich hier einen Palast hinzubauen. Aber ja, mir reicht das alles so, wie das ist. Ich habe ja meine schöne weiche Matratze. Das ist jetzt schon viel komfortabler als jedes Zelt. Ich nehme meistens ein Zelt mit auf meine längeren Touren und so. Das hat aber den einzigen Grund, dass es viel schneller aufzubauen geht. Das dauert halt 1 Minute oder 2 Minuten, dann steht mein Zelt und dann ist man da trocken und kann darunter entspannen 3 Tage lang. Aber man kann sich halt nicht bewegen. Diese Variante hier ist aber im Endeffekt die komfortablere. Ja, krass, wie schnell so ein Tag vorbei sein kann. Und auch Tag 6 war wirklich ein super Tag. Ich war ja nochmal am See, war baden, habe mir auch nochmal eine Schüssel Grünfutter gegönnt. Traumhaft. Ja, und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich körperlich absolut fit. Ich fühle mich geistig irgendwie total angekommen, total wohl. Das liegt sicher auch daran natürlich, dass es der vorletzte Tag ist und ich weiß, dass ich diese 7 Tage für mich geschafft habe. Wo es doch am Anfang für mich irgendwie eine Herausforderung darstellte. Das ist schon sehr cool, schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Mensch, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich gestern auf dem Heimweg von See gestern Abend eine Wildkatze oder einen Luchs gesehen habe. Der ist tatsächlich vor mir da ist so dieser Trampelfahren, dann geht es so den Berg hoch und der kam plötzlich aus der einen Seite raus und sprang zur anderen Seite hoch. Dann auch in der zweiten oder dritten Nacht, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, sind hier auch Wildschweine rumgekrochen, die hier so rumgeschnüffelt haben. Aber da lag ich im Bett, das habe ich nur von drin gehört, ich habe nichts gesehen. Genau, ja, also dieses Naturerlebnis ist einfach geil, ne? Auch nachts hier so alleine unter dem Himmel zu liegen, diese Einsamkeit, wo man alles noch mal viel mehr wahrnimmt, die Geräusche, auch die Ruhe nachts, wenn dann wirklich kein Ton mehr zu hören ist. Ach, das ist schon herrlich, wirklich. Es tut einfach gut. Es ist auch krass, wie sehr ich jetzt in dieser Routine angekommen bin. Es sind nur 6 Tage bisher, ne? Und trotzdem hat man sich voll eingegroovt, ne? Irgendwie läuft alles so ganz harmonisch mit sich selber ab. Und auch das mit der Uhrzeit fällt mir gerade gar nicht mehr so auf, dass ich eigentlich gar keine Uhrzeit habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie spät es jetzt ist. Aber das ist ein total schönes Gefühl. Ich glaube, mein Wasser kocht. Wie kriege ich das denn jetzt da raus? Der ganze Topf brennt ja, Mensch. Ah. Ach doch, das sollte gehen. Wobei, ich nehme das mal ab. Wow. Ich hoffe irgendwie, ihr seid nicht enttäuscht, dass im Endeffekt gar nicht so viel passiert ist an diesen 6 Tagen. Ich dachte auch irgendwie, ja, wer weiß, wie das wird und so. Aber ganz ehrlich, am Ende war es ganz entspannt irgendwie, ne? Was soll ich groß erzählen? Oder ich möchte es auch nicht sinnlos dramatisieren. Es gibt einfach keinen Grund dazu. Es waren einfach 6 schöne Tage, wer hätte das gedacht? Und morgen noch der 7. Klar. Naja, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede,
sage ich schon mal gute Nacht, Freunde. Bis morgen. Ich möchte mit diesem Fazit dieses Video jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde euch jetzt weitere Aufnahmen, wie ich zum See laufe, wie ich Wasser hole, wie ich koche, wie ich Himbeeren esse, ersparen, möchte aber natürlich am letzten Tag nochmal ein paar letzte Worte loswerden. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen, was auch immer habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich verspreche auch, ich werde auf alle Kommentare eingehen. Das mache ich immer so, das werde ich auch so beibehalten. Mit Einsamkeit habe ich wirklich überhaupt keine Probleme. Ich bin zwar sehr gerne in Gesellschaft, kann aber ebenso gut mit mir alleine sein und bin das auch sehr gerne. Und davon abgesehen habe ich auch schon viel längere Outdoor-Abenteuer hinter mir, bei denen ich komplett alleine war. Und ja, von daher war das von Anfang an nicht mein Thema. Alles, was über das Intervallfasten diesbezüglich hinausgeht, war mir bis dato komplett fremd. Natürlich hatte ich täglich mit einem Hungergefühl zu kämpfen und teilweise auch mit leichten Nebenerscheinungen wie Schwindel oder Kopfschmerzen, aber das war alles gut und entspannt erträglich. Und am fünften Tag habe ich mich ja dann ohnehin am reich gedeckten Tisch der Natur bedient und bin aber dennoch erstaunt, wie leicht es mir die fünf Tage fiel, nichts zu essen. Denn jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich esse und wie viel Wert ich auf gutes Essen lege. Ja, aber wahrscheinlich ist es wie mit allen Dingen, wenn man sich etwas wirklich vorgenommen hat und der Gedanke auch ernsthaft im Kopf angekommen ist, dann ist das schon die halbe Miete. Würde ich wieder die gleichen 7 Dinge mitnehmen? Im Prinzip ja. Allerdings in meinem Fall hätte ich mir statt meinem 2-Liter-Topf eine 2-Liter-Flasche gewünscht. Denn mit dem Topf ist das Wasser einfach schlecht transportierbar über eine längere Strecke. Direkt an einem Trinkwassersee in Schweden ist das natürlich völlig unrelevant. Und außerdem dient der Topf in dem Fall ja dann auch gleichzeitig noch zur Zubereitung von Nahrung. Auf Säge- und Mückenschutz hätte man im Prinzip auch verzichten können. In der Natur gibt es ausreichend Mittel, um sich anderweitig gegen Mücken zu schützen. Und alles, was ich mit der Säge gesägt habe, hätte ich auch mit dem Messer vorhacken und dann brechen können. Wiederum wäre es auch eine Idee, statt Säge und Messer einen Beil mitzunehmen, denn mit dem Beil könnte ich eigentlich auch alles genauso bearbeiten, wie ich es mit dem Messer bearbeitet habe. Also die gleiche Aktion mit 5 Gegenständen wäre eigentlich denkbar, 7 vs. Wild ist halt die Luxusvariante. Toilettenpapier und Ohrenstäbchen habe ich anfangs sehr vermisst. Ohrenstäbchen einfach, weil ich süchtig danach bin. Und Toilettenpapier, weil es sehr gewöhnungsbedürftig war, sich diesbezüglich mit Blättern auszuhelfen. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich das große Geschäft immer vor den Badegang gelegt. Und auch das hatte sich ab dem dritten Tag, glaube ich, aufgrund der fehlenden Nahrungszunahme ohnehin erledigt. Das Zähneputzen mit Stock und Asche, das finde ich wirklich völlig okay. Das fühlt sich auch richtig frisch und sauber danach an, ist aber auf Dauer natürlich nicht gesund für Zähne und Zahnfleisch. Dass meine Klamotten mal eine Woche nicht gewaschen sind, das kenne ich von anderen Outdoor-Erlebnissen. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist das auch völlig egal. Ich habe in der Zeit mein T-Shirt und meine Shorts 2-mal durch den See gezogen und fertig. In einigen Momenten hätte ich auf jeden Fall gerne ein Buch dabei gehabt. Allerdings war ich dann auch so in meiner Routine drin, dass die Tage nur so dahinflogen. Und ich muss auch sagen, ich kann wirklich stundenlang im Grün sitzen und mit Augen und Ohren einfach nur die Natur beobachten. Und 7 Tage sind auch keine lange Zeit. Die Zeit geht schnell vorbei. Und vielleicht sollte man diese Zeit auch einfach mal nutzen, zu entschleunigen und sich auf sich selbst und das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich hätte ich in dieser Zeit auch mein Lager hier bis ins Unendliche ausbauen können. Theoretisch könnte jetzt hier ein Palast stehen. Aber mir reicht das so alles vollkommen aus. Das ist schon weitaus komfortabler als das Zeltleben, was ich sonst auf meinen Touren gewohnt bin. So ungern ich das auch zugebe, möchte ich trotzdem ehrlich sein. Die größte Entbehrung dieser 7 Tage war aus verschiedenen Gründen mein Smartphone. 7 Tage ohne Uhrzeit zu leben,
war für mich die krasseste Erfahrung dieser gesamten Aktion hier. 7 Tage ohne den geringsten Kontakt zur Außenwelt, zu Familien, zu Freunden, zum Weltgeschehen oder einfach mal bei Insta oder YouTube stöbern, war für mich genauso ungewohnt. Also jedem, der auch überlegt, sich so einem Selbstversuch zu stellen, rate ich, sich an die Fritz-Meinecke-Regeln zu halten und das Smartphone wegzulassen. Wirklich. Alleine die Erfahrung, 7 Tage ohne Uhrzeit zu leben, war für mich auf jeden Fall ganz neu und definitiv was Besonderes. Gerne würde ich etwas anderes erzählen und dramatisieren, wie krass es war, diese Woche mit nur 7 Gegenständen überlebt zu haben, aber das wäre nur Effekthascherei. Hinzu kommt auch, dass die Teilnehmer von Seven vs. Wild von Fritz Meinecke in Schweden täglich eine Challenge bekommen, die sie freiwillig bewältigen können, um Punkte zu sammeln. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wobei es sich bei diesen Aufgaben handelt. Diese könnten für die Teilnehmer natürlich die Herausforderung bis ins Unermessliche steigern. Und ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr gespannt darauf. Das steht außer Frage. Ich habe alle Achtung vor dem Projekt an sich, der Idee und dem Organisationstalent von Fritz Meinecke. Meinen größten Respekt an dieser Stelle. Von den 7 Teilnehmern kenne ich nur Fritz und Martin. Allerdings, wenn alle so outdoor-erfahren wie die beiden sind, dann glaube ich, werden alle Teilnehmer entspannt diese 7 Tage bis zum Ende durchhalten. Es sei denn natürlich, es gibt größere Komplikationen, Unfälle oder gesundheitliche Beschwerden oder irgendwas, aber das wollen wir alle nicht hoffen. Natürlich darf man auch die psychische Komponente nicht unterschätzen, wenn jemand so gar nicht mit Einsamkeit umgehen kann. Aber ich glaube, am Körperlichen wird keiner der Teilnehmer scheitern. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß und gute Erfahrung und danke Fritz Meinecke an der Stelle für die Inspiration, das einfach selber mal auszuprobieren. Ich alleine wäre nicht auf die Idee gekommen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Seven vs. Wild Serie. Und wenn euch das auch interessiert, dann abonniert den Kanal von Fritz Meinecke auf YouTube und seid gespannt, was da kommt. Wenn ihr daran interessiert seid, was ich sonst so treibe, dann besucht mich gerne auf meinem Instagram-Kanal, abonniert mich bei Facebook oder stöbert auf meinem YouTube-Kanal rum. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, Freunde. Bis später.